Moin, Aloha, ein dreifaches und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inas Norden. Wo stehe ich? Ich stehe mitten in Lübeck. Lübeck, die Perle der Ostsee. Lübeck, die Königin der Hansestädte. Lübeck, du süßes Marzipan-Ding, du Lieblingsstadt der Reisegruppen. Natürlich auch Travemünde und hier kann man toll schwimmen und sich kleine Boote mieten. Und man kann in Lübecks ellenlanger Geschichte stöbern. Außerdem stöbern wir in den Mülleimern der Hanseperle. Und wir laufen die krummste Grenze der Welt lang. Aber alles schön der Reihe nach. So, und man sagt doch immer, an der Nase eines Mannes erkennt man sein Rathaus. Und deswegen treffe ich jetzt Dietmar Fischer hier. Der ist schon längst pensioniert, hat aber im Rathaus von Lübeck hier gearbeitet. Jetzt greift er sich ab und zu junge Moderatorinnen und sagt, oh, ich zeige Ihnen mal die Stadt. Herr Fischer, darf ich Sie Dietmar nennen? Ja, gerne. Das ist toll. Ja. Guten Tag. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Wir haben Rathäuser ja heißt ja schon ganz viele Jahreszahlen, Ina, oder? Wir haben unheimlich viele Geschichte geschrieben. Ja? Wir waren 5 Jahrhunderte die Königin der Hanse und hatte die oberste Gerichtsbarkeit. Und das war hier der Anfang. Und hier gehen wir gleich mal in Sie waren Rathaus die Könige rein. Der Hanse? Ja. Weiß Hamburg das, dass Sie sowas sagen? Ja. Weiß Bremen das Hamburg, auch? Hamburg ist erst entstanden, als ein Amerika entdeckt wurde. Bis dahin war es doch nur ein kleines Dörfchen. Oh, jetzt kommt hier gerade eine Reisegruppe. Guck mal. Woher kommt Ihre Reisegruppe? Aus Schweden. Schweden? Die überholen wir jetzt. Ja, ja. Also einen Rekord hat Lübeck schon. Ich habe noch nie so viele Reisegruppen auf einen Haufen gesehen. Und Dietmar erzählt uns, was an Lübeck noch viel toller ist als am Ex-Dörfchen Hamburg. Die alten Lübecker, die waren steinreich und hatten noch sonst eine Menge Spaß, sag ich euch. Die werden immer mehr. Und links, das sind die Musen. Ist das nicht schön dargestellt? Das ist schon mal ein Bild, ja, ne? Die schönen Künste. Rechts unten am Pfeiler. Da hängen sie jetzt alle draußen. In der Maske. Die linke Dame hält in ihrer rechten Hand ein Notenblatt für die Musikkunst. Daher hat sie die Lungenflügel freigelegt, damit sie durchatmen kann. Ach, Lungenflügel ja, freilegen, nennt man das in Lübeck. Ja. Ist das für eine Handbewegung? Kannst du die erkennen? Ist die Tür symbolisch? Wollen wir noch mehr angucken hier vom Rathaus? Ah, die Tür müssen wir, Ina. Ja, die Tür. Ja, ach, die Tür da. Ja, Ina, schau mal im Bogenfeld. Woher kommt die Reisegruppe? Ist das die schwedische? Nein. Bunte deutsche Mischung. Ah. Das mag man doch. Hier ruhig alle durch. Wir hängen uns da mal mit dran, Didi, ne? Da ist schon wieder eine Reisegruppe. Sie sind aber leise für eine Reisegruppe. Wobei, ich mag ja Reisegruppen. Wo gehen wir hin? Hier, komm mal hin. Oh, das ist mein Parkett. Wie heißt das? Das ist doch Schiffsparkett so ist in es. Fischgerät ja. gelegt. Ja. Ne? Ach, das muss ich unbedingt wissen für meine nächste Wohnung. Fischgerät. Mit der Mona Lisa. Also du meinst, er guckt mich jetzt, wenn ich hier vorbeilaufe, immer an. Ja. Boah, wie haben die das hingekriegt? Leonardo da Vinci ist damit weltberühmt geworden, mit dieser Maltechnik. Sag mal, und diesen Kragen, den die da umhaben, hatte der eigentlich irgendwie einen Grund? Ja. Was denn? Die haben sich ja nicht gewaschen, die Menschen. Sie haben sich gepudert. Und der Puder sollte ja nicht auf diese wertvollen Umhänge fallen. Das kenn ich. Und die Läuse sollten ja auch nicht raus. Die Läuse? Ja, jede Menge. Aber da gehst du doch kaputt als Mensch. Das juckt doch total. Mhm. Aber hatten die schon Mittel gegen Läuse damals? Mhm. Nicht. Die sind Puder, mit den Läusen, nur haben die Läuse totgepudert. Mhm. So lange gepudert, bis die Läuse gesagt haben und abgefallen sind. Ina, in seiner linken Hand hält er eine Riechdose. Wenn die von ihrem eigenen Geruch weggelaufen sind, hatten sie goldene Dosen gehabt. Die haben sie vollgefüllt mit Kräuter und irgendwas und haben das vor der Nase gewählt, damit sie mal anderen Geruch... Die waren doch dann auch mit Frauen intim. Ja. Ne? Und wenn die sich dann ausgezogen haben, ja. dann müssten die ja beide ohnmächtig geworden sein. So ist es. Haben die Frauen auch so gerochen? Denke ich mal. Wasser war schädlich für die Haut. Und warum werde ich immer wieder gefragt, in welcher Zeit ich gerne gelebt hätte? Bloß nicht da. Nee, jetzt oder in Zukunft, aber nicht da. Nein. Vom Sex ohnmächtig werden ist aber auch... Auch schlecht, ne?
verlassen ist das Haus. So, wir gehen jetzt, du Rathaus, du. Ist ja schon schön hier in Lübeck, ne? Tolle alte Hansestadt. Aber ganz ehrlich, Kinders, denke ich an Lübeck, dann will ich eigentlich nur eins. Ich will Marzipan! Und jetzt besuchen wir Burkhard Loy und der macht Marzipan und redet auch noch gern drüber. Und aus dem Marzipan, da bastelt der lustige Sachen, tonnenschweres Getier. Und ich kann ja schon eine Masse verdrücken, ne? Aber ob ich das alles schaffe? Haltestelle, Marzipanland, bitte alles aussteigen. War das für mich? Das war für Sie. Aber ich wollte einsteigen. Kommen Sie zu mir, hier ist das Marzipanland in Lübeck. Wir kneten gleich ein bisschen Marzipan zusammen. Das ist Herr Loy. Mein Name ist Loy und meine Frau sagt zu mir, dass ich auch aus Marzipan bin. Ach, ist es so? Meine Herren, das habe ich mir sehr schwer verdienen müssen. Das mit dem Marzipan, ja, glaube ich aber nicht. Das glauben Sie nicht? Aber ich sehe was viel, viel Tolleres. Ja, das ist der Marzipan-Trabi. 450 Kilo Marzipan. Ja, das ist der Nachbau von dem Hut, den ich für Heide Simonis gemacht habe. Der hier? Wollen Sie den mal aufsetzen? Oh, ja? Soll ich? Ja, das ist ja ein richtiger Hut. Nur nicht, dass er jetzt durchbringt und nein, dann weinst du wieder, Herr Loy. Das ist ein richtiger Hut, ist das, ja. Also, waren wir super geeignet. Ja gut, dann kann der wieder hoch. Au. Hängen Sie jetzt dran, ne? Nein, gar nichts, alles gut. Was ist denn da drin im Marzipan eigentlich? Also Marzipan ist doch nur ein Mandelzuckerpüree, weiter nix. Mandeln, genau. Zucker, und Rosenwasser, Rosenöl, weil das mit Lübecker ist ja roh. Also kein Teig, kein Mehl, kein... Also ist ja, Pan heißt ja eigentlich Brot. Aus dem Orient kommt es, denn da war schon lange, lange vorher, bevor es nach Lübeck oder nach Königsberg kam, die sogenannte Liebes- oder Haremspraline. Mm. Na, die Haremsdamen, die sollten doch schön aussehen. Ne? Die sollten dick und rund werden. Wie Orientaler ist doch lieben. Ne? Ich finde, diese Figur hätte sich so durchsetzen haben sollen, diese Marzipan-Figur. So, die Lübecker wussten auch nicht so richtig, was die damit machen sollten und haben es erstmal in die Apotheke gesteckt. Dann ging es in die Apotheke rein, weil die dachten, das wäre eine Medizin? Ja. Magenproblem, Herz-Kreislauf-Störung, soll es wirken und bei Herren im fortgeschrittenen Alter. Für? So, ich zeige jetzt mal, wie man Marzipan verarbeitet. Wir fangen jetzt mal mit dem Schwein an. Das ist ja natürlich das Einfachste und Leichteste. Ah, ah. Oh, du hast ja schon eine Birne. Ja, ihr seid verheiratet wie lange? 29 Jahre. Und deswegen werde ich euch dieses kleine Vögel-Schweinchen-Pärchen jetzt. Damit man endlich weiß, wie Schweinefleisch gemacht wird. Ja. Und das könnt ihr doch vorne schön auf den Tresen stellen. Genau. Und wenn ihr mich nett fragt, dürft ihr das sogar in Serie machen. Oh. Lecker. Guten Abend. Ich habe mir gedacht, jetzt nach dem Essen, wo ich so dick und satt gegessen bin, oh, man könnte jetzt so ein bisschen Sport machen. SC Concordia, Sportclub Concordia. Kommt mal rein, ist aber überhaupt kein Sportclub, ist ein Skatclub. Hier sind die Frauen und Männer am Skatkloppen. Wie viele Kalorien das verbrennt, weiß ich gar nicht. Ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung von Skat, aber diese Pötte hier haben die Frauen gewonnen. Frauen, die sind nämlich in der Bundesliga. Guten Abend. Hier ist ja Bombenstimmung bei Ihnen. Ja. Ist Skat immer so eine ernste Sache? Nein, an für sich nicht. Wir sind auch lustig. Darf ich mich dann ein bisschen mit an den Tisch setzen? Ja. Keine Probleme. Hier sitzt keiner. Spielt man Skat immer zu dritt? Nein, zu viert. Ja. Aber so richtig puschelig macht ihr euch das nicht. Doch, ich sehe hier ein Bier. Das Bier wird getrunken. Und oh, hier sind auch Zigaretten. Ist ja doch denn alles da. Ja. Seid ihr schon mal gedopt zur Meisterschaft? Nein. Doping ist bei euch kein Thema? Kein Thema. Nein. Epo? Aber ganz schön mal eingetrunken haben wir schon. Aber, und trotzdem dann noch gewonnen? Natürlich. Ach, das ist doch mal eine Nachricht.
Ihr spielt ja normalerweise auch mal gemischt mit den Jungs von nebenan. Also ich habe auch Damen Bundesliga gespielt und ich spiele lieber eine gemischte Mannschaft. Also was Herren ist daran und Damen. Schöner? Die Männer reizen doch ein bisschen anders. Sind doch, ja, sind ein bisschen schärfer und man weiß, dass die Männer ihr Blatt ausreizen, was bei vielen Frauen. Das habe ich Frauen Sonntag. Frauen gehen auf Sicherheit quasi. Ja. Ja. Mauern nennt sich das beim Skat. Mauern? Ja, genau. Und Zecken sind es teilweise auch. Ja. Ach. Jungs, es wirkt ja immer extrem knötterig, was ihr hier macht. Knötterig? Ja, ihr seid ganz doll dabei, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Bombenstimmung? Bombenstimmung? Bombenstimmung, immer. Die Frauen sind ja so viel besser als ihr. Leidet ihr darunter? Hast du erst... So eine Scheiße, kranke Hand mit rein verloren. So ein Mist. Ja, das bin ich. Wie oft übt ihr denn die Woche? So, ganz verschieden. Einige spielen dreimal, viermal. Jungs, neue Runde, neues Glück. Gewinne. Könnt ihr Schummelise? Schummel nicht, Schummel darf man nicht. Nein, aber Schummelise, das Kartenspiel, es ist nämlich noch viel, viel schwerer als Skat. Schummelise? Ja, und ich finde immer keine Partner und vielleicht kann ich euch das im Schnellkurs beibringen. Ich wollte das jetzt nur mal zeigen. Ja! Das wird auch klopfen. So handeln und so, genau. Gut, Mädels, ihr gebt auf. Ich habe euch gleich gesagt, es ist nicht leicht zu verstehen, das Spiel. Es ist schwer, ne? Ihr seid ein bisschen, ihr hättet auch gern gewusst, wie es geht, oder? So, Kinders, ich gehe dann mal. Lübeck grenzt ja an das Herzogtum Lauenburg. Nur, dass die Grenze total krumm geworden ist. Hier in Krummesse ist die krummste Grenze der Welt. Da muss man erstmal durchsteigen. So, ich bin hier mit dem Busch verabredet. Aber nicht mit George W. Bush, auch nicht mit dem Rosenbusch, auch nicht mit Wilhelm Busch, sondern mit Karl Friedrich Busch. So, und der zeigt mir jetzt mal was, das glaubt ihr nicht. Karl Friedrich Busch, wie nenne ich Sie denn? Herr Busch, du oder Kalle? Ist egal, Kalle Sag ist am Kurze. Tag. Kalle ist okay, ne? Ist okay. Ah, du hast hier schon mal was vorbereitet, sehe ich. Sowas ja. Lobe ich ja immer. Das finde ich ja ganz toll. Wir sind jetzt hier im Dörpus. Guck mal, fängt hier das ist hier. Ich habe noch gar nichts gefragt. Erzähl doch mal, wo wir hier sind. Du wolltest doch wissen, wo wir sind. Ja. Das heißt, hier im Dörpus, das ist quasi ein Gemeinschaftshaus von Krummesse. Krummesse hört sich lustig an, hat aber nichts mit der Erotikmesse oder irgendeiner Messe Nein, zu tun, sondern... Krummesse ist das Dorf der 1000 Grenzen. Oh. Wir stehen auch im Guinness-Buch der Rekorde. Wegen der so vielen Grenzen? Wegen der Länge der Grenzen auf einer kürzesten Fläche. Das ist das Maßgebende gewesen. Mhm. Ja. Das Blaue ist kein Wasser, ne? Nein, das Blaue ist das lauenburgische Krummesse. Mhm. Und das Gelbe ist das Lübsche Krummesse. Lübsche von Lübeck. Wir sind von schon noch in der Nähe. Wir sind jetzt hier schon Landkreis nix los, wollte ich gerade sagen. Nein, Landkreis Lauenburg. Wir sind jetzt auf dem lauenburgischen Grund und Boden. Aber daneben an die Häuser ist alles Lübsch schon wieder. Ach Gott, da hätte man aber noch ein, zwei Kriege führen können, damit das mal alles... Man kann das auch besser sehen. Die Lübecker zahlen mehr Hundesteuer wie die Lauenburger. Ja? Ja. Was zahlen die Lübecker? Die zahlen maximal 80. Ja? Und wir zahlen nur 8. Das heißt, der Hund von nebenan ist teurer. 10-mal so teuer wie euer Hund. Richtig. Ihr seid aber komisch hier. Nee, wir sind nicht komisch. Ich sag mal, die Lübecker. Geht eigentlich manchmal so eine Grenze auch durch Wohnungen oder durch Häuser? Ja, das oder ist ja bei uns. Bei dir zu Hause? Ja. Ist das so eine Mauer wie in Berlin, die so nein, angemalt ist? Nein. Das ist, wie sagt man so schön, man geht fließend drüber in Lübschen und in dem lauenburgischen Teil. Ich meine, für jeden Kaffee über eine Mauer, Herr Busch, da sehen Sie auch nicht noch aus, dass Sie so viel Sport machen. Komm, wir gehen mal rein. Hey.
So, dann werde ich dir mal zeigen, wo die Grenze hier außen am Haus geht. Warnung vor dem Hunde. Können wir das vorher klären? Da kannst du ruhig reinkommen. Ich bin dabei. Wenn er mich beißt. Das ist nicht so schlimm. Zwischen den beiden Fenstern läuft die Grenze und geht quer durchs ganze Grundstück. Da ist die Grenze. Ja, wenn du hier auf diesem Stuhl sitzt, dann sitzt du im Lübschen Teil. Da drüben sitzt du im Lauenburgischen. Und wo trinke ich meinen Kaffee? In Lübeck oder in Lauenburg? Das kannst du aussuchen. Wenn ich hier sitze, bin ich ja auch noch in Lauenburg, ne? Ja. Sagt ihr immer Lübsch statt Lübeck-Kirisch? Nein. Manchmal Man sagt immer Lübsch. Ich sag schon mal Prost, ne, ja. Jungs? Ich sitze hier in Lauenburg. Und ich im Lübschen Teil. Und du, Olga? Ja, kurz zwischen zwei Stühlen, würde ich mal sagen. An der Grenze. Hart an der Grenze. Das ist aber ein guter Kaffee. Ja? Ja. Ja, gut. Entweder Leder, ne? Ja. So. Und nun? Say, see, bon. So, Kinders, und wenn ihr denn auf dem Weg zurück nach Lübeck City hier langkommt, ne, dann habt ihr euch verfahren. Oder ihr wollt noch ganz schnell eine lustige Trompete kaufen. Und dann seid ihr hier bei Manni genau richtig. Ich bringe dir jetzt ein Ständchen. Amazing Grace. Du bist aber echt eine Witzgurke. Schenk mal mit Champagner vor. Kannst du dir das vorstellen? Ganz ehrlich, ja. Und Opa in der Brumpfzeit? Und dann geht der Opa wieder am Fernsehen. Geht sogar. Wenn ich jetzt pipi muss, ne? Ja, gucke ich nicht zu. Nein. Aber das würde funktionieren. Würde funktionieren. Und das ist jetzt nicht wieder was, wo du mich foppen willst, oder? Nein. Wir können sonst unterwegs auch anhalten. So, Kinders, jetzt kann man sich allmählich aber auch mal fragen, was gibt es in Lübeck eigentlich an Hochkultur noch außer lustige Toiletten und Marzipan? Ich glaube, ich brauche den Didi nochmal. Aber wo finde ich den? Wahrscheinlich bei den ganzen Reisegruppen. Da muss er sein. Wir gehen nochmal eben kurz in die Reisegruppe. Oh! Ja, das tun wir. Woher kommt Ihre Reisegruppe? Dzień dobry! Hier jest im Ina! Hättest du nicht gedacht, ne? Ja. Ich bin aber auch Polyglott, meine Güte. Aber jetzt kommt erstmal die St. Marienkirche und das ist ein Muss, sagt Dietmar. Hallo. Auch nur mal eben fragen, Sie sitzen hier den ganzen Tag und sehen die Leute rein und rauskommen? Ja. Was sagen die so, wenn die hier so sind? Gefällt es denen? Die sind alle total lieb und nett. Das sind Urlauber, die sind in guter Stimmung. Ach ja? Und ja, klar, die fragen, wo ist das nächste öffentliche WC? Das ist die Hauptfrage, die hier gestellt wird. Wo ist McDonald's? Wo ist McDonald's? Ist das eine katholische oder protestantische Kirche? Was ist es denn? All solche sagen, na, das ist eine protestantische Kirche. Natürlich, was denn sonst? Heißt St. Marien, kann nur protestantisch sein. Ne? Nein, Lübeck ist protestantisch. Dietmar. So ist das. Jetzt erzählst du mir schon alles. Habe ich schon überall alles gehört, was du mir eigentlich erzählen wolltest. Ja, nun bin ich wieder überflüssig. Ja. Kommst du dir überflüssig vor, Kleines? Nein, nein. Kann ich hier ein bisschen bleiben? Ja. Darf ich da einen für dich, Dietmar, machen? Danke. Nein, weil du kannst kein Marzipan mehr sehen. Guck mal. Ich kann da hinten auch noch rein. Ja? Ach, Mensch. Ja, wenn man nach Lübeck kommt, ist es ein Muss, in diese Kirche reinzuschauen.
Schau mal, die Kirche wurde gebaut 1250 bis 1350 und war bis 1880 die höchste doppeltürmige Kirche der Welt. Dann wurde erst der Kölner Dom fertig. Ich mache ein bisschen komische Gesichtsbewegungen. Ich kann zuhören dabei, weil ich mal versuche, mein Marzipan noch... Kaum bin ich hier, zack, schon wieder Marzipan. Ja, herrlich. Das, da leben wir doch. Die, Lübeck, die Stadt der Backsteingotik, Lübeck, die Stadt von Thomas Mann und die... Oh, stimmt, der kommt ja hier mit seinem Buddenbrot. Ja, und Lübeck, die Stadt von Marzipan. Mm, Marzipan ist toll. Ja, schau mal. Hoch, da wird dann aber schwindelig, wenn man hochguckt. Ja. Und in der ehemals größten doppeltürmigen Kirche der Welt steht heute übrigens noch die ehemals größte Orgel der Welt. Toll! Die längste Pfeife misst 11 Meter und ist 10 Zentner schwer und die kleinste soll so groß sein wie eine Zigarettenschachtel. Und heißt Gerhard. Entschuldigung, es ist ein Gotteshaus, ich höre auf. Ja? Wie lang ist die längste Pfeife? 11. 11 Meter, Meter lang. 10 Zentner. Was kommt denn da für ein Ton aus? Wie aus der Queen Mary, oder? Ja. Ja. So ein Nebelhorn. Für wen machst du deine denn an? Für die Welt? Für dich, Ina. Auch eine für mich, das finde ich aber toll. Dann mache ich eine für dich und dein Team. Und eine für den Weltfrieden. Fertig. Oh, jetzt. Das zwei Wünsche hast du. Mehrere. Dass Bayern Meister wird. Do you speak a bit German or English? Mach bitte. Gerne. Hat es schon Erfolg gehabt? Ja, ne? Ja, alles vornehmer. Ja, viel ja. Müll hier in Lübeck. Aber wie? Ehrlich. Das wird immer werfen ohne Ende. Ja, bitte. Das ist meine Freundin. Kennt ihr euch? Ich weiß. Kennt ihr euch? Ja, ja ich weiß. Ja. Du sowieso. Ja. Machst du schon lange? Wie heißt du? Ali heißt Ali. Machst du schon lange in Müll? Viele, ja. Ja? 15 Jahre. Und gibt es da so eine Tendenz, dass es mehr geworden ist oder weniger? Doch. Mehr, ne? Mehr. Oh, ja, da müssen wir was gegen tun. Super, passt, Ali. Ja, siehst du? Hausmüll. Oh. Aber kannst du nichts machen. Zeig mir. Eine türkische. Nee. Ja? So, deine Landsleute, die solltest du mal schön auf den Pott setzen. Moin, Jungs. Ali, der heißt ja in Wirklichkeit gar nicht Ali. Der heißt irgendwie anders. Aber weil sich das gar keiner merken kann, sagen die Lübecker immer alle Ali. Und Ali nennt sich selber auch immer Ali. Und ich nenne Ali auch Ali. Und wenn ihr mal in Lübeck seid, dann nennt ihr Ali auch einfach Ali. Aber Mädels, wenn es euch mal gut geht, ja. Und keiner mit. Mimi! Dass du nicht reinfällst. Ja. Oh, da hinten liegt ein Becher. Haben Sie gesehen, ne? Oh, nee, ja. Du. Ja. Waren Sie das? Nein. Na, Kinders, warum nicht in der Schule? Soll ich mal eure Mama, Papa anrufen? Oh, schlimm. Oh. Ja, Sie hier nicht gucken, ein bisschen helfen vielleicht. Ein paar Kippen mit aufsammeln. Waren Sie das hier? Nee, ne? Das waren Sie nicht. Sie rauchen nicht. Das ist vorbildlich. Na? Da ist aber noch Platz für mehr hier auf dem Arm. Da kommt noch was rauf. Und im Nacken ist auch noch Platz. Hesse und Mors, auch was sind? Oh, Ihren Friseur hätte ich gern. Ja, das, ja, das fällt, meins fällt immer nicht so, das fällt so schön. Guck mal, ist doch egal, wie alt man ist, Schuhgeschäfte sind doch immer... Das hat man mal irgendwas zu erledigen. Oh. Guten Morgen. Are you looking at? Aber da, wir haben hier schon Sommer gemacht. Ja, aber Toasting. Oh. Bin ich aber auch rechtschaffen müde. Oh, guck mal, Ali, hast du es gesehen? Habe fahren. Können wir da mal hinfahren? Bis Trabe. Ja, eine Trabefahrt. Oh, nach dem ganzen Müll, das brauche ich jetzt auch. Bisschen Erholung fürs Auge. Bisschen frische Luft schnappen. Mmh,
Oh, das gefällt mir, das sehe ich. Moin Jungs. Morgen schon Bier. Wie war die Klassenreise? Gut. Ja? Ergiebig? Es ging. Geknutscht? Nö. Gar nicht? Nee, leider nicht. Fangen die im Alter an zu sabbern und zu riechen? Gar nicht. Aber der steht hinten auf meinem Arm mit seinen Füßen. Ja, das macht. Da stimmt aber doch was nicht. Haben das mit? Ja, nur Männer fangen an zu sabbern und zu riechen. Für euch nicht ganz schrecklich, sich hier zu den Lehrern an den Tisch zu setzen? Ja, wir saßen ja vor denen hier. Ach, und dann haben sie sich hier einfach rangesetzt? Ja. Meine Damen und Herren, Frau Müller hat das Ruder übernommen. Oder man sagt Steuerrad, sagt Herr Könemann. Uns kann aber gar nichts passieren. Was die da gerade fahren sind? Wasserschutzpolizei. Oh, soll ich die mal im Winken? Ja, können wir die mal hupen? Können wir mal hupen? Ja, mal, da drüben. Oh. Huch! Was willst du denn? Das ist die Wasserschutzpolizei und wenn du zu laut bist, dann wärst du gegessen. Kommt in den Topf. Ach, wir müssen nach links. Ich würde mal sagen, Schiff von vorne, aber wir bleiben ganz ruhig. Ich halte mich links von den Roten, aber versuche, den nicht zu rammen und das Grüne macht so einen Spaß. Ah, wir werden angegriffen. Ja, von der Pillow. Soll ich den mal weggucken? Herr Könemann, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pfeiler. Wo muss ich da durch? Immer links. Na ja, du sagst jetzt immer links. Da muss ich ja hier richtig eine scharfe Kurve jetzt machen. Ja, wir fahren auch eine Kurve hier. Rolling home, rolling. Oh, wollen wir mal ein Lied singen mit den Leuten zusammen? Wow, 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 blow, boys, blow for California. They mustn't so shave us and ship us in Bane. Das ist falsch. Banks of Sacramento. Und alle! Blow, boys, blow from California. There is plenty of gold. Die machen gar nicht mit. So, das ist meine Welt. Was liegt denn da vor uns? Travemünde? Das Travemünde. Ach, wie süß. So, liebes Publikum, nur schon mal zur Information. Ich werde auch versuchen, heute das Einparken zu übernehmen. Die Rettungswesten sind woher, Könemann? Ja, nein, nur fürs Personal. Alles klar, ich gehöre ab jetzt zum Personal. Bis gleich, liebes Publikum. Ach, wie süß. Sind wir begeistert, ja, ne? Bye, bye. So, hab ich das nicht wieder toll gemacht. So ein Schiffchen mal eben nach Travemünde gefahren. Ha. Travemünde, ne? Das war ja mal so ein richtig mondäner Badeort, wo sich die Promis getummelt haben. Schön hier. Das ist meine Welt. Wasser, Möwen, Meer, ne? Pommes. So, Travemünde gehört ja zu Lübeck, ne? Hat aber irgendwie einen ganz anderen und einen ganz eigenen Charme. Ein bisschen so wie Walter Düring. Der ist ein echter Seebär und den treffe ich jetzt auf der Passat. Was bin ich jetzt? Bin ich jetzt Jugendliche 1,50 oder erwachsen 3 Euro? Aber die Jugendlichen, die zählen nur bis 18. Dann ab 18 ist man volljährig. So, und wie sehe ich aus? Gut. Aber nee, also ich würde sagen 20. Wie 20? Ja. Dann gebe ich Ihnen auch gerne 6 Euro für den Spruch. Also doch volljährig. Ist das denn schon mein Mann, der hier auf mich wartet? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ina Müller. Düring. Tag, Herr Düring. Alter Seebär, Seemannshase. Nein. Befahrener, sagen wir. Ach so. Ja. Sie haben hier auf der Passat, Sie sind ja noch richtig mitgefahren. Ja. Und Walter, der ist ja nicht nur mitgefahren. Walter war hier Schiffszimmermann auf dem Schiff. Und der weiß über diesen alten Kahn alles. Und wenn er so weitermacht, weiß ich auch bald alles.
So, die Passat, die Reisen der Passat. Hamburg nach Chile, gerade runter, durch günstige Winde und Strom ging die Segelschiffsroute dicht an der Küste lang, um das Kap Horn. Wo waren denn die Frauen am schönsten? Da, 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 da. Sind wir überall. Da oder da oder da. Da, wo sie am billigsten sind. Ja. Was ist das? Das ist die Hochzeitssuite. Oh, das ist aber alles neu gemacht hier. Das, ne? Ist jetzt neu gemacht. Ja, ich weiß nicht. Wie finden wir das? Würden wir uns hier reinlegen, wenn wir verheiratet werden, du und ich? Nö. Also hier haben wir noch was Interessantes. Oh, ja, wo? Oh, das ist die Untergangsstelle der Pamir. Geh mal weiter. Die Mastspitze, die wurde erneuert. De was denn so schäf, was denn Schippers im Bein? Du bei ohne, ohne, oh, oh, ein Doppelschlag, ein halber Schlag sind zwei, ist halb zwei. Zwei Doppelschläge sind 2 Uhr. Dann kommt zwei Doppelschläge, ein Einzelschlag halb drei. Dann kommen 3 Doppelschläge, ist 3 Uhr. 3 Glasen. Dann kommt. Ich baue der Timer im neuen Schiff, ne, bis du fertig bist. Bis du bei 12 sind. Nee, los. 1, 2, 3, 4. Das sind 8 Glasen. Okay. Und dann geht es um 16:30 wieder mit einem los. Bis zu drehen. Machst du das denn richtig? Macht er das unten? Das ist kalt. Hast du unsere Nixe schon gesehen? Nee, wo ist die? Das zeige ich dir auch lieber nicht. Vorne? Ja. Wer macht das? Machst du das? Das macht Bernhard. Das macht Bernhard und wir grüßen den da. Ja. Oh, das ist ja toll. 3 lang. Der kriegt jetzt 3 lang. Weiß er, dass das er gemeint ist? Ja, jetzt antwortet er mit 3 lang. Bist du sicher? Oh, wie süß! Und jetzt kommt einer hinterher. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Kinders, wo bin ich denn, frage ich mich selber auch. Ich habe vorhin hier am Strand gehört, dass von da oben irgendwelche Jungs ein Schiff, das irgendwie auf dem Wasser fuhr, total zum Minner gemacht haben, über Lautsprecher. Und jetzt habe ich gedacht, ich gucke da mal hoch, wer sich da oben eigentlich befindet. Ich mache mal Verkehrszentrale, ne? Unbefugten, bla bla bla, strengstens verboten, genau mein Ding. Da sitzen meine Jungs. Das habe ich, das sehe ich aber gerade. Da ist mein Sandhaufen, wo ich schon gebastelt habe heute. Schon schön gebuddelt. Ach, das ist ja toll von hier oben. Wenn da hinten so einer Faxen macht, ne, der jetzt gerade ausflippt auf dem Wasser, würde der dich jetzt hören, wenn du sagst, ey, du da. Inhaltlich würdest du sagen, sie da. Hallo, werde ich den Schiffsnamen sagen, wenn ich ihn weiß, bitte halten Sie sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Das ist sehr höflich und der wird auch sofort zusammenzucken und seine Geschwindigkeit zurücknehmen. Ich glaube, wenn ich hier nicht rede, redet wirklich keiner, ne? Ja, die Kunst ist, dann zu reden, wenn es drauf ankommt. Oh, das kann ich nicht. Ja, das kann auch nicht jeder. Boah, hier ist aber Action jetzt. Findest du nicht, dass der Malmö-Fred so ein bisschen dicht an dem Leuchtturmchen vorbeifährt? Nee, das passt schon. Findet ihr nicht, dass Erik Hammer, ne? Dass der ein bisschen schnell fährt? Oh, Notfall? Nein, nee, dein kein Handy. Notfall. Das ist nur. Die Frau? Wecker. Ach so, ja, weil? Damit du auf. Es ist ja wie bei den Beamten. Kennst du den? Treffen sich 2 Beamte auf dem Flur, sagt der eine zum anderen, konntest du auch nicht schlafen.
Konstantin, das ist die Position, bevor dein Wecker klingelt, oder? Ich dürfte so einen Job gar nicht machen. Ich würde hier nur Faxen machen. Ich glaube, man muss da schon eine gewisse, nicht, Ernsthaftigkeit. Es ist so, wir sind Beamte. Ja. Blue boys blow from California. There is plenty of gold, so I am told on the bay of Sacramento. Ahoi, Jungs, da oben, ihr Finnen und Finninnen. Soll ich mal machen? Soll ich dreimal lang machen? Lassen wir mal langsam. Ruhig weiterfahren. Ich glaube, sonst kriegst du Ärger. Tschüss, Jungs! Ja, tschüss, Ina! Meine Jungs. So, und jetzt müsste man noch mal in die Altstadt. Wo ist sie denn? Altstadt unten? Nee. Ach, ich brauche die noch mal. Das ist jetzt die Petersilienstraße? Ja. Warum Petersilienstraße? Früher haben die Frauen den Männern Petersilie gegeben, morgens, mittags, abends. Und heute gehen sie in die Apotheke und holen Viagra. Oh. Petersilie ist günstiger, ja, ne? Ja, ein Potenzmittel. Ja, war sie günstiger. Hast du auch immer noch Petersilie von deiner Frau gekriegt? Nee. Die hast du nicht gebraucht, musst du jetzt sagen. Nein, ich muss da ehrlich bleiben. Was Kunst und Zuckers uns gemacht haben, wie klein die Menschen waren. Die sind früher aufrecht durchgelaufen. Dadurch? Ja. Meine Fresse. Ja, okay. Wollen wir da durchgehen? Süß. Wollen wir hier durchgehen? Ja, kann der Hund weg? Ja, komm mal. Komm. 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 Wie heißt die Rasse? Englische Bulldogge? Entschuldige, ich stehe hier und der kriegt hier schon Anfälle. Das nein, komm mal. Nein, komm mal, Ina. Ludwig! Aber er hört auch gar nicht mehr. Wenn er nicht mehr hört, kann er auch nicht mehr beißen. Nee, meinst du? Nee, nee. Och, seht ihr, wie süß das hier ist? Ja. Das ist da hängt ein Stuhl in der Luft, ja, aber der gehört dahin. Zwei. Ja. Guck mal den Wieso Rechner. Also Lübeck war ab 1188 eine reichsfreie Stadt, war niemandem unterstellt, außer dem Kaiser. Das ist, Ludwig spielt Fußball. Mhm. Wenn ich jetzt dagegen haue, ob der das dann doof findet. Nein. Komm, Ludwig. Ja. Komm, gib ab, gib ab. Gib ab, Ludwig. Ich hab so Respekt vor dem Hund. Nein, brauchst du nicht. Vor dem nicht. Und die beißen sich ja fest. Ja. Das ist ja diese Kategorie, die sich festbeißt. Aber es ist ein wunderschönes Wohn. Wohin geht's? Der Gang, die Breite, die Höhe im Mittelalter war nie gegeben. Aber der Gang musste so breit sein, damit die Menschen früher mit dem Sarg hineinkamen. Das war das einzigste Problem, was sie hatten in Deutschland. War das denn früher so ein bisschen das Armviertel, ganz klein und ganz winkelig-eckig gebaut? Ja, also Bettelarm. Die gute alte Zeit, Ina. Wann war sie? Heute. Ja. Heute ist die gute alte Zeit. Ja. Na Mädels, auf Geschäftsreise, Laptop dabei. Die müssen los, der Flug geht. Die auch, ne? Ja. Didi? Ja. Da wieder da? Ja. Mach's gut. Du auch, Ina. Tschüss. Tschüss. Didi, der geht jetzt mal zurück zu seiner Reisegruppe und ich habe mir eine ganz neue Reisegruppe gesucht. Oh. Oh. Ich bin eine Jungfrau, Jungs. Ja, und das ist nicht die einzige gute Nachricht. Denn das hier ist das Lübecker Hansevolk und die laufen heute aus Spaß immer noch so rum wie die ganz, ganz alten Lübecker früher. Geht ihr immer so langsam? Haben die früher viel gesungen und getanzt? Ich denke schon, ja, es gab kein Fernsehen.
Ja, das stimmt. Was konnte man noch machen? Singen, tanzen? Handarbeiten. Stimmt. Wohin gehen wir jetzt eigentlich? Ins Burgkloster. Ich finde, ihr geht ja total langsam. Hat euch das nicht nervös gemacht? Nee, überhaupt nicht. Ist das die heutige Zeit, dass ich immer denke, oh, was gehen die denn langsam? Nee, ich finde das schön entspannt. Das ist heute so stressig. Ich mag lieber schön langsam gehen. Ja, aber mal fix von A nach B, das kann die nicht so, ne? Nein. Weil man hat es ja nicht eilig. Nee. Man war auf dieser Welt, um zu essen, zu schlafen und möglichst nicht die Pest zu kriegen. Ja, das war doch das Ziel. Ja. Es gibt ja auch so eine Würde, ne? Wenn die so ein bisschen die Schleppe hinterher schleppt, das hat ja auch was so. War das eigentlich aufreizend, was man da so anhatte? Also gab es damals sowas wie eine Mode, wo man sagen konnte, die ist modern, die ist unmodern, aber die hallo, ist modern? Natürlich. Ja? Ja, aber ja, immer nach dem neuesten Stand musste man sagen. Bei den Jungs war das um unsere Zeit rum, dass diese Schößchen von den Wämsern also ganz, ganz kurz waren. Ja. Und nur die würdigen alten Herren hatten so langweilige Sachen an. Halt mal da, wie süß. Und da ist ja richtig was drin, finde ich. Nee, Spaß an der Probe. Hast du auch sowas, so ein Tüdelband? Geht immer. Also bei mir ist es auch tatsächlich so dass ich bin dann... Ich ein Schlitzohr. Ja. Dann kann ich mal sehen? Da, guck mal, da hältst du mal das Mikro. Das heißt so. Ah ja, oh, da war aber... Mädels, bei euch untenrum... Nein. Hier, das ist ja so ein Unterhemdchen und hier hängt mir ja schon jetzt der Gürtel runter, ne? Da hatte ich ja mein Hab und Gut, mein Geld, meine Schminktasche, mein Handy, Kondome, alles, was man so braucht. Um auf den Markt zu gehen. Um auf den Markt einkaufen zu gehen. Wir sehen so ein bisschen aus, als hätten wir ein Beinleiden hier mit unseren Beulen drunter, ne? Oh, meine Kriegsverletzung, oh mein Gott. Das heißt, wir könnten jetzt auch ein bisschen tanzen. Ihr könnt musizieren, Jungs. Das ist die Drehler, ja? Haben wir dazu auch gesungen? So, Kinders, das war's jetzt hier mit der guten alten Zeit in Lübeck. Zu den Klamotten muss ich sagen, die finde ich ganz toll, richtig gut. Die Musik ist jetzt nicht so meins. Ach, und ich glaube, ich tanze noch ein bisschen und dann muss ich auch los. Aus Lübeck. Total toll. Ob ich einen Möbelwagen bestellen würde, um hier zu wohnen? Ich sag ja zu Lübeck. Aber gab ja noch keine Handys zu der Zeit. Deswegen, tschüss, Holsch auf Fuchtig. Jungfrau Ina aus Lübeck. Tschüss. Kannst aufhören. For California, there's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Guten Abend.